Wussten Sie, dass ein Urteil im Strafrecht nicht endgültig ist? Lassen Sie uns über Revisionen sprechen. Nach einem strafrechtlichen Urteil kann das Urteil überprüft werden, aber verwechseln Sie die Revision nicht mit einer Berufung. Die Revision bezieht sich auf die Bewertung des bestehenden Urteils durch Aufzeigen verfahrensrechtlicher und materiellrechtlicher Fehler. Zwei Arten von Rechtsfehlern unterscheiden sich dabei. Die Strafprozessordnung legt die Rahmenbedingungen für Revisionen fest. Dies ist bei allen Urteilen von Strafkammern und Schwurgerichten sowie im ersten Rechtszug der Oberlandesgerichte zulässig. Auch können Sie Revision gegen ein Berufungsurteil oder Sprungrevision gegen ein Urteil des Amtsgerichts einlegen. Nach einem Gerichtsurteil haben Sie eine Woche Zeit, um eine Revision einzulegen und einen weiteren Monat nach Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe, um diese schriftlich zu begründen. Wenn das Revisionsgericht dem Revisionsantrag stattgibt, muss das Ausgangsgericht normalerweise neu verhandeln und entscheiden. Der wesentliche Unterschied zwischen Berufungen und Revisionen liegt darin, dass bei Revisionen keine neuen Beweise erhoben werden. Stattdessen wird das bestehende Urteil auf rechtliche Fehler. Schreiben Sie mir oder rufen Sie an. Ihr Rechtsanwalt Dr. Frank K. Peter.